wenn halt ein Puck mit, weiß ich nicht, 150, ja, auf die Zähne prallt, dann ja, kann das schon mal unschön werden. Ich habe zum Glück noch alle Zähne, deswegen, ja, ich hoffe, das bleibt so. Aber ja, es gehört einfach dazu. Hallo und herzlich willkommen zur Auszeit mit Spo-Studierenden, dem Podcast der Deutschen Sporthochschule Köln. Es gibt auf dem Campus der Spo so viele Geschichten von so vielen spannenden Studierenden. Mein Name ist Matthias Oschwald und in meinen Gesprächen möchte ich genau diese Geschichten erfahren. Ich will die Personen dahinter kennenlernen. Ich will wissen, was sie erlebt haben, wie sie mit gewissen Situationen umgehen, was sie motiviert und wofür sie brennen. Dabei soll ein offenes, ehrliches Gespräch entstehen, das mich, meine Gäste und vor allem auch euch inspirieren soll. Denn die Motivation anderer ist auch immer ein Antrieb für die eigene Motivation. Heute ist Spo-Student Peter mein Gast. Peter spielt Eishockey und zwar in Deutschlands bester Liga, der DEL. Dort verteidigt er für die Schwenninger Wild Wings. Ich finde diesen Sport so unglaublich faszinierend und da hatte ich natürlich ganz viele Fragen. Wie kam Peter in die DEL? Wie sieht so ein Tagesablauf im Leben eines Eishockey-Profis aus? Und wie trainiert man da eigentlich? Peter hat mir verraten, warum ihn das Eishockey so fasziniert und wie es war, als er das erste DEL-Tor schoss. Und das auch noch gegen die Kölner Haie. Wir haben über seine Ziele gesprochen, über die Gefahren im Eishockey und warum die deutsche Staatsbürgerschaft so wichtig für seine Karriere war. Ich stelle mir beim Eishockey immer wieder die Frage, warum diese tolle Sportart in Deutschland im Vergleich zu Amerika oder Kanada nicht so viel geschaut wird. Auch da hat mich Peters Meinung interessiert. Und wir haben über Ausrüstung im Eishockey gesprochen. Wie lange braucht man, bis die Sachen angezogen sind und wann werden sie eigentlich gewaschen? Eine wichtige Info noch, wir haben das Interview im September kurz vor dem Start der DEL-Saison geführt. Ein super interessantes Gespräch mit einem tollen, sympathischen Typen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit eurer Auszeit mit Peter. Und am Freitag geht die Saison los. Deswegen jetzt wird's ernst. Okay. Ja, genau. Wie sieht denn so ein klassisches Eishockey-Training aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Oder gibt es das klassische Eishockey-Training nicht? Meinst du jetzt so von also vom Tagesablauf oder so auf dem sowohl als auch, also sowohl vom Tagesablauf als auch dann letztendlich wie ihr das aufbaut, wie der Trainer das aufbaut, ist das ähnlich vergleichbar mit anderen Sportarten? Ja, also grundsätzlich trainieren wir immer morgens. Ich glaube ab zweite Liga und erste Liga trainieren eigentlich fast alle morgens. Nee, eigentlich auch alle morgens. Also so wie, denke ich mal, die Fußballer auch, weil das alle eigentlich hauptberuflich machen. Und das ist schon, ja, früher konnte ich mir das nicht so vorstellen, weil ich noch zur Schule gegangen bin und da haben wir immer abends trainiert. Aber das ist schon sehr viel angenehmer, wenn man morgens trainiert und dann, ja, im Endeffekt dann nach Hause geht, Mittag isst und dann hat man den Kopf frei. Das kommt mir natürlich im Studium auch ein bisschen zugute mit dem Ganzen. Und sonst ist es so, dass... Ja, wir kommen in die Halle so um 8:30. Dann haben wir erstmal Athletiktraining, so eine Stunde circa, und dann kurzes Meeting, Videomeeting, Vorbesprechung. Dann gehen wir meistens so eine Stunde, anderthalb aufs Eis. Und dann noch nach dem Training, Cooldown, ausfahren und so Zeug. Und halt, ja, die jungen Spieler ein bisschen extra. Und ja, und dann, das ist meistens so. Aber es ist ja schon eine besondere Gegebenheit. Also ihr, wenn ich das jetzt mit meiner Sportart Fußball vergleiche, ist es ja doch auch, ich kann zu Fuß gehen. Ich kann auch rennen und ich kann auch sprinten. Das ist ja dann im Eishockey doch nochmal eine besondere Gegebenheit. Ist das Thema oder ist es einfach nur so, du kannst Schlittschuh laufen, als wenn du laufen kannst? Ja, das ist Thema, weil wir uns vor Spielen zum Beispiel zweimal warm machen. Wir machen uns neben dem Eis warm und dann auf dem Eis ist auch nochmal Warm-up. Das ist so vielleicht ähnlich wie beim Schwimmen. Die machen sich ja auch außerhalb vom Becken warm und dann nochmal im Becken warm. Aber sonst, ja, weiß ich nicht. Ich würde sagen, wenn man damit aufwächst, ist es auf jeden Fall schwer, als Späteinsteiger noch gut zu werden, würde ich sagen. Das ist ein großer Unterschied, weil beim Fußball
denke mal, wenn man vielleicht aus anderen Sportarten kommt, kann man ja immer laufen. Und die Technik mit dem Ball muss man halt dann natürlich lernen. Aber beim Eishockey, wenn man halt nicht Eis laufen kann oder nicht Schlittschuh laufen kann, dann ist es schon sehr schwer, weil das ist halt schon die Grundlage für alles. Kommen wir mal zu deinem Tagesablauf zurück. Was passiert dann nachmittags? Also du sagst, ihr trainiert morgens, was aus deiner Perspektive oder wahrscheinlich auch aus anderer Perspektive ja gut ist. Aber du hast ja dann auch noch einen Nachmittag, studierst dann das eine oder andere Mal. Aber was machen zum Beispiel andere Spieler? Also auf Studium kommen wir später noch zu sprechen. Aber was machen andere Spieler dann nachmittags? Ja, viele sind haben schon Familie, also die so, ja, ich sag mal, in den Ende der 20er sind, haben die meisten Freundin oder Familie mit sich mitgebracht sozusagen, die da sind dann auch an dem Ort, wo sie spielen, also bei uns jetzt hier in Schwenningen. Ja, also schon vor allem wir haben ja 9 Ausländer, die meisten haben schon Familie, Kinder. Ich glaube, da hat man genug zu tun. Die sind eher ein bisschen neidisch auf uns, dass wir so viel Zeit für uns haben. Ja, und die anderen, das ist eine gute Frage. Die wissen das vielleicht auch selber nicht, oder wie? Ja, Kaffee trinken, entspannen. Ja, also kommt immer darauf an. Man muss schon sagen, in der Saison ist es schon sehr, wenn man viele Auswärtsfahrten hat, ist es schon auch mal gut, vielleicht ein bisschen frei zu haben und zu entspannen, weil an einem Spieltag da ist eigentlich schon fast der ganze Tag, egal ob heim oder auswärts, ist der ganze Tag eigentlich fast voll geplant, weil man immer am Tag, wenn das Spiel nicht ganz früh ist, nachmittags, trainiert man auch am Tag immer morgens noch. Also ganz kurz nur natürlich, aber da, man geht immer aufs Eis und das ist halt schon dann, ja, dann Training morgens. Dann geht man nach Hause, isst was, kurzer Nap. Und dann das Spiel insgesamt mit den ganzen Vorbereitungen und so, das dauert ja dann auch 5, 6 Stunden. Deswegen, das ist dann schon sehr zeitintensiv. Ja. Ja, und ihr habt ja auch eine andere Taktung. Also gerade die Profispiele, die sind ja eng getaktet und aus Schwenningen ist viel auswärts, ist auch viel Strecke, ne? Also da ist Ja. jetzt durchaus nicht Mitte Deutschlands, sondern ihr müsst ja immer fahren. Ja, auf jeden Fall. Also das ist aber, ich glaube, das ist für jedes Team relativ weit, weil es halt schon sehr über Deutschland verteilt ist. Ich glaube, Berlin hat es noch schlimmer, weil die haben gar keine nahen Auswärtsfahrten. Wir haben jetzt wenigstens Bietigheim, Mannheim, Frankfurt, Augsburg, so, das ist noch in Ordnung. München ist auch nicht so weit, aber Berlin, für die ist alles weit. Deswegen ja. Ja, das stimmt eben. Und wir spielen ja viel öfter. Das wissen, weiß ich nicht, ob das jeder weiß, wahrscheinlich nicht. Aber wir haben dieses Jahr 56 Spiele in der regulären Saison. Und im Fußball sind es 34. Das ist halt schon ein Unterschied. Dann gibt es Teams, die spielen noch Champions League, Vorbereitung und dann noch Playoffs. Das ist dann schon einiges. Nationalmannschaft kommt dann auch dazwischen rein manchmal. Ja. Das ist schon ein bisschen anders. Was macht denn für dich das Eishockey aus? Also was ist für dich so das Ding, wo du sagst, Eishockey ist der geilste Sport weltweit? Ja, ich finde, diese Geschwindigkeit ist schon, ist sehr, die Geschwindigkeit und die Intensität, würde ich sagen, macht das Ganze aus. Weil schon allein die Tatsache, dass man nach 40, 50 Sekunden eigentlich die Spieler immer durchwechselt, um die Intensität hochzuhalten. Das zeigt ja eigentlich dann, wie anstrengend das ist. Und man merkt, wenn man dann mal in der eigenen Zone festgespielt wird, wenn man dann 1,5 Minuten auf dem Eis ist und die Beine dann sich wie Betonklötze anfühlen, dann merkt man, wie hoch die Intensität ist und wie anstrengend das eigentlich ist. Und ja, das finde ich schon das, was Eishockey eigentlich auszeichnet. Und das ist sehr, sehr schnell sehr viel passieren kann. Und eine Chance da und wirklich gefühlt 5 Sekunden später ist eine Chance auf der anderen Seite. Ja. Ich habe in der Recherche habe ich jetzt auch gesehen, dass du, ich glaube, 15 Minuten Eiszeit hattest. Kann das sein? Ist das normal? Mir kam das so wenig vor, aber wenn du jetzt sagst, nach 50 Sekunden wird schon wieder gewechselt, dann ist es wiederum relativ viel dann.
Ja, genau. Ich hatte letztes Jahr einen Schnitt von 17 Minuten. Ja, das kommt immer. Das ist auch sehr positionsabhängig. Es gibt ja Stürmer und Verteidiger. Und natürlich ein Torhüter. Torhüter spielt durch. Verteidiger gibt es drei Formationen im Endeffekt. Stürmer meistens vier. Deswegen spielen Verteidiger grundsätzlich mehr, also ein bisschen mehr. Ich würde sagen, so ein Stürmer spielt durchschnittlich so zwischen 13 und 17, 18 Minuten und so Verteidiger, ja, so zwischen 15 und 22. Ja, kommt dann immer darauf an, ob man auch in den Special Teams spielt, also Überzahl, Unterzahl. Ja, aber das ist schon, ja, es klingt nach sehr wenig, aber es ist schon. Und das denke ich mir dann auch manchmal, man macht die ganze Vorbereitung, man ist halt 5 Stunden in der Halle, 6 Stunden in der Halle und im Endeffekt ist man wirklich nur aktiv 15 Minuten oder 17 oder was es auch im Endeffekt dann ist, wirklich am Spielen. Das ist dann schon irgendwie krass, aber ja, das ist halt so. Die sind dann umso intensiver. Erhöht das dann den Druck, die Zeit auf dem Eis auch tatsächlich nutzen zu wollen? Also ist das positiv oder ist das negativ, dass man halt dann quasi sagt, okay, jetzt habe ich 50 Sekunden und jetzt muss ich mal zeigen, dass ich Eishockey spielen kann? Oder denkt man da gar nicht dran? Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Man will dann natürlich so viel machen und manchmal will man dann vor allem als, ich habe das Gefühl, als junger Spieler manchmal zu viel machen und weil man will, ja, gut sein und sein Bestes geben. Und das, glaube ich, lernt man dann mit der Zeit. So manchmal hat man einfach so Spiele, da kann man es nicht erzwingen. Wenn man sich, ich spiele zum Beispiel Verteidiger, man kann nicht jedes Spiel offensiv sich extrem einbringen. Manche Spiele sind einfach so. Da muss man sich vielleicht eher auf die Defensive konzentrieren. Und andere Spiele wiederum hat man 5 Torschüsse. So, das ist als Verteidiger nicht alltäglich. Ja, deswegen. Wie bist du da hingekommen? Also wie, wenn jetzt ein junger Eishockeyspieler sagt, er will in die DEL, kann man das Ziel so fokussieren und sagen, ja, ich gebe jetzt mein Bestes, um da dann hinzukommen? Und wie hast du dir das vorgenommen oder hast du es gar nicht vorgenommen und es kam glücklicherweise zu dem Zustand, dass du jetzt DEL spielst? Ja, das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Also ich bin in Italien aufgewachsen, habe dort auch im Endeffekt dann gewohnt, bis ich 15 oder 16 war. Und dort habe ich angefangen, Eishockey zu spielen auf dem Ritten. Das ist in der Nähe von Bozen in Südtirol. Vielleicht der ein oder andere war bestimmt mal im Urlaub in Südtirol. Wunderschön dort. Und ja. Dann mein Papa hat einfach so früher hobbymäßig ein bisschen gespielt. Und dort bei uns im Ort gibt es eigentlich fast nur Eishockey. Das ist so die größte Sportart, die wichtigste Sportart, weil Ritten ist auch mehrfacher Italienmeister. Die sind da wirklich gut und haben eine gute Tradition. Aber das ist ja ein bisschen vergleichbar wie Schwenningen im Eishockey. In Schwenningen gibt es eigentlich auch nur Eishockey und Fußball, Handball. Sowas in die Richtung gibt es da gar nicht. Deswegen, das ist eigentlich cool, wenn Eishockey so einen hohen Stellenwert in einem Ort hat. Und das war bei mir zu Hause auch so. Und dann bin ich natürlich irgendwann dann beim Eishockey gelandet mit 5 oder 6. In der ersten Klasse habe ich angefangen. Und dann, ja, hat es mir natürlich Spaß gemacht. Und so mit 12, 13 fangen dann so die Auswahlmannschaften an, Südtirol-Auswahl. Und mit 14 dann Nationalmannschaft. Und da habe ich schon, ich fand, da habe ich so richtig so den Ehrgeiz entwickelt und die Liebe zum Spiel so und mir hat es einfach sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mit 15 hat ein Trainer, der in Italien trainiert hat, aber eigentlich aus Deutschland kommt, hat mir halt so mir empfohlen, so hey, versuch's mal in Deutschland, das könnte gut für dich sein, könnte dir Spaß machen, er könnte dich weiterbringen. Und ich habe schon viele ältere Spieler, die das gemacht haben, verfolgt. Und das war schon immer so im Hintergedanken mein Ziel, dass ich vielleicht auch mal ins Ausland gehen könnte, weil Eishockey halt in Deutschland schon noch mal besser ist. Das Niveau ist einfach besser. Die Liga ist viel professioneller wie bei uns in Italien. Und dann habe ich es gemacht und bin dann in Landshut gelandet.
habe dort auch dann 3 Jahre gespielt, mein Abitur gemacht und sehr viel Glück gehabt mit dem Trainer, weil der mich von Tag 1 an ja richtig gut aufgenommen hat. Ich habe eine Gastfamilie im ersten Jahr gehabt, die mich sehr gut integriert hat. Und ja, dann nach dem Abitur dachte ich mir so, ja, Eishockey ist ja schön und gut, aber meine Eltern sind auch sehr dahinter, dass ich den akademischen Weg immer verfolge und haben mir dann gesagt, ja, wäre schon gut, wenn du auch nochmal studierst. Und ich habe immer schon von der Spoo so Berichte gesehen und dachte mir immer so, okay, das ist schon was sehr Cooles. Da würde ich gerne mal hin, wenn sich die Möglichkeit bietet. Und dann kam in meiner Zeit in Landshut schon ein bisschen so der Kontakt zu den Kölner Haien, also zum Nachwuchs, zustande. Und dann habe ich den Test, also den Aufnahmetest in Köln gemacht. Und habe den dann bestanden und dann hat das auch eishockeytechnisch gut gepasst, dass ich noch ein Jahr im Nachwuchs spielen konnte vom Alter her. Und dann war die Saison dort, würde ich sagen, sehr erfolgreich. Wir sind Zweiter geworden, leider, hinter Mannheim. Das war ein bisschen bitter, weil ich denke, es wäre vielleicht die Meisterschaft drin gewesen. Ja, aber nichtsdestotrotz war das eine sehr gute Erfahrung in Köln und da habe ich halt angefangen zu studieren. Und danach habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Also ich bin jetzt mittlerweile Doppelstaatsbürger und das ist halt im Eishockey sehr entscheidend, weil es dort eine Ausländerregelung gibt. Es gibt 9 Ausländerplätze pro Mannschaft. In der DL, in der zweiten Liga gibt es nur 4. In der dritten Liga gibt es nur 2. Das heißt, wenn ich als 20-jähriger Ausländer gewesen wäre, dann wäre es sehr schwierig für mich gewesen, in einer Profiliga zu spielen, weil meistens sind die Ausländer erfahrene Spieler, die dann halt wirklich einen Unterschied machen, was natürlich auch Sinn macht. Deswegen bin ich sehr froh, dass das mit der deutschen Staatsbürgerschaft geklappt hat. Ich meine, ich habe einen sehr deutschen Namen, ich spreche perfektes Deutsch. Ja, ich glaube, das ist auch in gewisser Weise berechtigt. Und dann bin ich 2 Jahre nach Freiburg gegangen, in die zweite Liga. Und da hatte ich auch sehr viel, ja, es ist immer eine Kombination aus Glück und dann auch in dem Moment, wenn man eine Chance bekommt, auch bereit dafür zu sein und dann diese Chance zu nutzen. Der Trainer dort hat mich auch von Tag 1 an sehr gewertschätzt und mich sehr weitergebracht und mir sehr viel Vertrauen geschenkt. Und ich denke, als junger Spieler braucht man diese Chance. Man braucht das Vertrauen, dass man wirklich Spielzeit bekommt. Und das hatte ich dort und konnte mich sehr gut entwickeln. Und deswegen hat es dann letztes Jahr geklappt, dass ich in die DEL wechseln konnte zu Schwenningen. Und ja, die erste Saison war auf jeden Fall erfolgreich. Und deswegen darf ich diese Saison auch weiterhin hier spielen. Und ich freue mich riesig auf die neue Saison. Ich glaube, wir haben eine gute Mannschaft und können viel erreichen. Ja. War das so ein Life-Goal für dich, dass du gesagt hast, ich will irgendwann mal DEL spielen? Ja, es war immer schon so, vor allem in dem Alter, so mit 14, 15, 16, war das schon so ein Ziel. Vor allem, ich habe gesehen, dass es Spieler, die auch aus Südtirol kommen, geschafft haben. Und dann habe ich so gemerkt, okay, es ist egal, woher du kommst, man kann es wirklich schaffen, auch wenn du in Italien, wo jeder an Pizza und Fußball denkt, und keiner das auf dem Zettel hat, dass da überhaupt Leute Eishockey spielen, man kann es schon trotzdem schaffen. Und das hat mir schon so ein bisschen mehr Hoffnung gegeben. Und jetzt mittlerweile spiele ich sogar mit einem der Spieler, die ich damals so sozusagen als Vorbilder hatte, zusammen, Alex Trivelato. Ja, wir spielen jetzt, er ist jetzt auch wieder hier in Schwenningen. Und das ist schon ein cooles Erlebnis. Du hast auch in dem Fragebogen, den ich dir vorab geschickt habe, hast du auch die Frage beantwortet, was du nie vergessen wirst, welchen Moment. Dein erstes DEL-Tor. Beschreib mal das Gefühl, wenn du da, wenn der Puck ins Netz fährt. Ja, war, also das Tor war überhaupt kein schönes Tor, das muss ich ehrlich zugeben. Das war mehr Glück. Aber ja, das gehört auch dazu. Es war vor allem cool, weil es in Köln war. Also es ist in Köln bei einem Auswärtsspiel passiert. Und ja, ich hatte vorher ein bisschen nicht so eine gute Phase spielerisch. Und das war dann schon cool, ein Tor zu machen, vor allem in Köln.
Das war immer so damals, als ich in Köln im Nachwuchs gespielt habe, schon so ein Traum, so damals zu spielen in der Lanxess Arena und dann noch genau dort das erste Tor zu machen. Das war schon eine sehr coole Erfahrung. Deswegen ja, das war schon was Besonderes. Das hören die KEC-Fans natürlich jetzt nicht so gerne. Ich habe im Vorfeld habe ich ein Zitat von deinem Head Coach gelesen, der zu deinem Neuzugang oder zu deinem Transfer gesagt hat, dass du das Potenzial hast, ein richtig guter DEL-Spieler zu werden. Was bedeutet das für dich und was heißt das auch für deine Zukunft? Also, wie planst du jetzt weiter? Klar, du wirst dich jetzt erstmal auf die Saison konzentrieren und auf Schwenningen, aber es gibt ja auch irgendwie vielleicht auch Pläne, die weitergehen. Ist noch ein weiteres Live-Goal vielleicht die NHL oder wie stellt man sich darauf ein langfristig? Ja, also das Zitat, das freut mich nämlich. Natürlich, das habe ich noch nicht so gehört, aber dann freut mich das natürlich, wenn so jemand sowas sagt. Ja, das ist auf jeden Fall das erste Ziel, also Schritt für Schritt, dass man sich in dieser Liga etabliert. Also ich habe jetzt eine Saison hier gespielt, das heißt im Endeffekt noch gar nichts, das haben viele schon gemacht, aber so jahrelang in der DEL zu spielen, das ist auf jeden Fall ein Ziel. Ja, NHL wäre natürlich sehr cool. Da würde ich natürlich nicht nein sagen, wenn da ein Anruf oder sowas kommen würde. Aber ich weiß auch, dass das sehr schwierig ist. Das will jeder Eishockeyspieler auf der Welt will dorthin. Deswegen, das ist auf jeden Fall sehr schwierig. Aber man weiß nie, was passiert. Vielleicht kriegt man mal eine Chance und hat Glück. Aber ich fokussiere mich eher auf das, was jetzt gerade passiert, und gehe dann, wenn irgendwann mal so eine Chance kommen würde, dann würde ich vielleicht mehr Gedanken daran verschwenden, aber gerade fokussiere ich mich eher auf die DEL und das hier und jetzt auf diese Saison, und das nächste Spiel, und dann wird das schon klappen, denke ich. Also eher auf den Prozess, dann wird das langfristig schon alles gut werden. Wenn wir jetzt gerade von NHL sprechen, kannst du irgendwie greifen, warum der Eishockey in den USA oder in Kanada so gut funktioniert, auch medial, und in Deutschland eigentlich eine recht nebensächliche Rolle spielt? Da ist Fußball natürlich, dann ist Handball, Formel 1, Tennis sicherlich auch noch vor Eishockey. Kannst du das in irgendeiner Art und Weise greifen? Ja, die Frage habe ich mich auch schon oft gefragt, also mir oft schon gestellt, weil ich finde, Eishockey ist sehr attraktiv anzuschauen, weil halt eben sehr viel passiert. Auch für jetzt Fans, die nicht wirklich viel Ahnung haben von Taktik oder dem Sport selbst. Es passiert halt schon sehr viel, aber ich denke, ein Spiel live zu sehen ist ganz was anderes wie ein Spiel im Fernsehen und vielleicht ist es einfach schwierig, diese Action aus dem echten Leben sozusagen ins Fernsehen zu bekommen. Aber ich muss sagen, in letzter Zeit wurde da schon sehr viel versucht. Also auch was die Übertragungen von den Spielen anbelangt. Ja, aber das ist eine gute Frage. In Kanada ist es halt, denke ich mal, einfach viel mehr Tradition. Dort ist Eishockey einfach das Größte, was es gibt. Also das ist die Hauptsportart, ähnlich wie in Russland. Da ist Eishockey das Wichtigste, also die wichtigste Sportart. Da ist eben auch dann der Fußball halt nicht so wichtig. In den USA kommt jetzt zwar Fußball immer mehr, aber Eishockey hat immer noch einen sehr hohen Stellenwert, würde ich sagen. Ja. Aber woran das genau liegt, ja, eben die Konkurrenz zum Fußball in Deutschland ist halt schon sehr hoch und sehr schwer, sich dagegen durchzusetzen. Ja, weil ich meine, wir haben ja mit Leon Dreisaitl einen der besten Eishockeyspieler eigentlich und unter den Deutschen, ne, der ja auch vor, glaube 2 Jahren zum MVP gewählt wurde. Also da ist ja schon auch Potenzial da von Talenten. Trotzdem scheint es nur eine nebensächliche Rolle zu spielen. Das ist ja schon extrem spannend. Ja, es ist vielleicht auch schwierig, weil ein Leon Dreisaitl, ein Tim Stützle, die spielen ja in Amerika. Und dann ist das vielleicht für deutsche Fans nicht so greifbar. Und die Spiele sind auch mitten in der Nacht. Das ist dann auch schwierig, die so zu verfolgen. Ja, ich finde es schade, aber vielleicht
wird sich das in Zukunft auch ändern. Ich habe das ein bisschen mitbekommen mit der Olympiade 2018, wo Deutschland so gut war. Das hat schon einen guten Effekt auf das ganze deutsche Eishockey gehabt, auch im Nachwuchs. Also ich habe einige Freunde, die als Trainer im Nachwuchs beim KIC zum Beispiel tätig sind, und die sagen, die können sich vor Kindern fast nicht retten und haben eigentlich teilweise fast nicht die Kapazitäten, die ganzen Kinder aufzunehmen. Und das ja, ist ja eigentlich ein sehr gutes Zeichen, wenn sehr viele Kinder unter anderem aufs Eishockey sehr groß ist. Ja, aber das wird tatsächlich auch ausschlaggebend sein, ne? Also dadurch, dass es nicht so viele Vereine gibt, dass es dann doch auch ein bisschen aufwendiger ist als Fußball, Tennis, Handball, da brauchst du ein bisschen mehr als nur einen Ball und zwei Tore. Ist auch aufwendiger in der Performance, sag ich mal, wie du schon gerade gesagt hast, deutlich mehr Taktung, was die Spiele betrifft. Wenn dann die Faszination für den Sport auch nicht so da ist, dann guckt man es vielleicht auch nicht so, wie wenn man selber den Sport betreibt. Ja, genau. Es ist halt, und es ist natürlich auch ein finanzieller Faktor. Also, wenn man drei Kinder hat und drei Kinder zu einer Sportart schicken will, weil das natürlich sehr sinnvoll ist, dann überlegt man sich dreimal, ob man die zum Eishockey schickt, wo man für alle 2, 3 Jahre eine neue Ausrüstung kaufen muss, wenn man Glück hat, vielleicht sogar noch häufiger. Oder halt zum Fußball, wo man jedes Jahr vielleicht ein neues Paar Schuhe kaufen muss. Das ist, ja, kann ich dann auch nachvollziehen, warum sich viele Eltern für die einfachere Variante entscheiden. Ja, ich denke, das ist schon so meine Wahrnehmung, dass viele einfach aus Eishockey-Familien dann zum Eishockey kommen. Das auf jeden Fall. Thema Ausrüstung ist auf jeden Fall auch noch was, was mich brennend interessiert. Wie lange braucht ein Eishockeyspieler vorm Spiel oder vorm Training, bis er fertig ist, in der Kabine? Ja, das kommt darauf an, wie sehr man sich Zeit lässt. Also man kann es schon sehr schnell machen, dann dauert das maximal 5 bis maximal 10 Minuten. Aber ja, jetzt vor einem Spiel will man es auch nicht zu schnell machen. Vielleicht dann nimmt man sich mal 15, 20 Minuten Zeit. Ja, das geht aber eigentlich, ne? Ich hätte Ja, irgendwie nee, es gedacht, ist dass halb das so länger kurz. dauert. Nee, vielleicht bei Kindern, als Kind hat das länger gedauert, aber da ist man. Aber irgendwann hat man den Dreh raus, dann klappt das ganz gut. Und das ist prinzipiell, also jetzt, wenn man mal vom Trikot und von der Hose absieht, ist das ungewaschen, oder? Also, oder wie ist das? Ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich jetzt zum Beispiel ans, ich habe seinerzeit im Sportstudium habe ich Fechten hatte ich als einen Kurs und da waren die Fechtklamotten halt irgendwann ein bisschen miefig und so stelle ich mir das beim Eishockey auch vor irgendwie, oder ist das nicht so? Ja, ich weiß, was du meinst, das stimmt schon. Einige Sachen sind schwer zu waschen, aber man gewöhnt sich dran, Ah, okay. Ja, alles sagt man klar. so. Okay. Ja, nee, also so Protektoren sind halt schwierig, so Plastikteile sind halt schwierig in die Waschmaschine zu stecken. Das ist auf jeden Fall so, zum Beispiel Schienbeinschoner, die sind halt schon dann auch relativ groß. Deswegen, ja, bei solchen Sachen ist es schwierig. Aber ich habe über die Zeit hinweg gemerkt, im Nachwuchs ist das wirklich überhaupt nicht wichtig, ob das stinkt oder nicht. Und jetzt mittlerweile, wenn so manchmal junge Nachwuchsspieler hochkommen und bei uns mittrainieren und die dann ein bisschen nicht so gewaschene Sachen haben, dann kommen schon die älteren Spieler, gehen zu denen hin und sagen denen, du, komm, wasch mal eure Sachen, es riecht. Also, ja. Thema Protektion und so ist ja auch entscheidend. Ich frage mich jedes Mal, wenn ich Eishockey sehe, ist es noch eine gefährliche Sportart? Weil letztendlich lauft ihr ja da wie Ritter in der Ritterrüstung rum. Oder ist es tatsächlich noch in irgendeiner Art und Weise gefährlich? Das Gesicht ist ja meistens so Punkt Nummer eins, dass wenn man vielleicht irgendwie ungeschützt hat oder wie gefährlich ist Eishockey? Ja, ich würde sagen, im Vergleich zu anderen Sportarten schon relativ gefährlich. Ich denke, American Football ist noch gefährlicher, oder so Zweikampfsportarten wie Boxen oder MMA oder sowas. Aber dann würde ich schon sagen, dass irgendwann dann danach relativ schnell mal Eishockey kommt.
Weil, wie gesagt, ja, der Puck ist relativ hart. Und ja, ich habe da letztes Jahr leider selber allzu gut beste Erfahrungen gemacht. Ich habe einen Schuss ins Gesicht bekommen und mir das den Kiefer gebrochen. Ja, das passiert halt, gehört dazu. Auch die Zähne ist immer ein bisschen, trotz Mundschutz ist das immer schwierig, wenn halt ein Puck mit, weiß ich nicht, 150 ja, auf die Zähne prallt, dann ja, kann das schon mal unschön werden. Ich habe zum Glück noch alle Zähne, deswegen, ja, ich hoffe, das bleibt so. Aber ja, es gehört einfach dazu. So, meistens ist es ja auch keine Absicht. Das passiert einfach im Spiel. Ja, und der Körperkontakt, das ist aber, natürlich ist das gefährlich, aber genau das ist ja auch das, was Eishockey ausmacht. Weil ohne Körperkontakt, bei den Frauen gibt es zum Beispiel keinen Körperkontakt und ich denke, dass das Spiel dadurch schon anders ist und auch anders wird. Und ich finde, das gehört dazu, das macht es einfach aus und deswegen soll das auch so bleiben. Es sind schon interessante Momente. Ich habe beim KIC jetzt auch das ein oder andere Spiel gesehen. Eigentlich sind das die Momente, bei denen die Zuschauer jubeln, wenn die Eishockeyspieler auf dem Feld sich tackeln. Wo man sich ja eigentlich so ein bisschen an den Kopf fasst und sagt, ja, das ist ja irgendwie dann auch so ein bisschen Gewalt, in Anführungszeichen, was sie gegenseitig aneinander ausüben. Hat ja eigentlich im Prinzip mit der Sportart dann nicht mehr so viel zu tun. Weißt du, was ich meine? Ja, aber es ist ja im Endeffekt ein taktisches Mittel auch. Okay. Also den Körper einzusetzen ist ja ein taktisches Mittel und es ist vielleicht anders wie in anderen Sportarten. Wie im Fußball wird ja auch relativ körperlich gespielt, nur halt nicht in dem Ausmaß. Es gibt auch keine Bande, aber bei manchen Fouls im Fußball oder manchen ja, Zweikämpfen merkt man schon, dass da sehr viel auch gearbeitet wird, so auch mit den Händen zum Beispiel. Ja, vielleicht ist es bei uns ein bisschen extremer, aber ja, das war schon immer so und das, ich glaube, das kann man nicht mehr ändern und das lernt man aber auch von klein auf. Das muss man schon dazu sagen. Wenn man wirklich von mit 5, 6 Jahren, wie die meisten halt anfangen, sich da rantastet, es wird ja nicht direkt so viel gecheckt. Es wird ja immer kontinuierlich gesteigert und man gewöhnt sich einfach daran, dass das dazugehört. Und dann lernt man auch, wie man richtig in die Bande fährt. Also wenn die Scheibe an der Bande ist, man lernt, wie man sich selber auch ein bisschen schützt. Natürlich ist man auch immer auf den Gegner angewiesen, dass der sozusagen Das vernünftig macht. respektvoll umgeht, genau, vernünftig bleibt und nicht dich von hinten in die Bande fährt. Aber da wird auch vom Regelwerk immer stärker darauf geachtet, dass zum Beispiel Checks gegen den Kopf oder Checks von hinten sehr hart bestraft werden, weil das halt einfach nicht das will keiner, dass sich jemand verletzt. Oder Gehirnerschütterungen sind ja auch ein großes Thema. Das will keiner, weil dann ja, werden Karrieren eventuell beendet und auch vielleicht das Leben von den einzelnen Spielern langfristig. Die leben also langfristig schlechter. Das will keiner, deswegen wird da auch sehr in entgegengesetzte Richtung gearbeitet. Ich glaube, es ist auch einfach deshalb, weil es anders wirkt, ne? Ihr habt halt natürlich ein massives Auftreten durch die Ausrüstung und dann auch durch die Bande kriegt das nochmal ein akustisches Signal mit irgendwie. Also ich glaube, ein Tackle im Fußball zum Beispiel oder gerade auch im Handball oder sowas wirkt halt auch ganz anders als bei euch, ne? Weil es halt dann durchaus gleich eine ganz andere Rolle im Raum irgendwie einnimmt. Ja, auf jeden Fall. Ja, und durch die Schlittschuhe ist man ja schon ein Stück größer. Dann ist man auch noch mal schwerer durch die Ausrüstung. Und mittlerweile wurden aber auch zum Beispiel die Banden angepasst. Also in Köln ist das jetzt schon so, dass die Banden sehr flexibel sind. Das heißt, wenn man einen Check bekommt, dann federt die Bande dich fast schon ein bisschen ab. Früher war das nicht so. Da waren die teilweise ja aus Holz. Da fährst du fast wie gegen eine Wand. Also da wird schon sehr viel auch mit Materialien gearbeitet, um das Ganze zu verbessern, auch Helme. Grundsätzlich die Ausrüstung wird ja immer besser. Und das merkt man auch. Also ganz früher haben die ja komplett ohne Helm gespielt. Und da wurde auch gecheckt. Und deswegen.
Du hast in dem Fragebogen dich als ehrgeizig definiert, unter anderem. Braucht man einen gewissen Ehrgeiz, um im Leistungssport erfolgreich zu sein? Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Also das hat dich dann auch so ein Stück weit auch durch deine Karriere bisher getragen. Ja, ich denke schon. Wie gesagt, man braucht immer auch ein bisschen Glück. Aber wenn man den eben, wie gesagt, nicht bereit ist für die Chance und nicht davor genug dafür getan hat, dass man dann bereit dafür ist, dann ja, kann man Chancen und Glück haben, so viel man will, denke ich. Jetzt hast du vor 7 Semestern dein Studium an der SPOHO begonnen. Als du noch beim KIT gespielt hast, war es wahrscheinlich ein bisschen besser vereinbar. Jetzt aus Schwenningen raus zu studieren, das stelle ich mir nicht so einfach vor. Wie handelst du das? Ja, die Frage bekomme ich häufiger gestellt und das ist auch berechtigt. Also im ersten Jahr, wie gesagt, da ging es gut. Da war ich ja in Köln vor Ort und konnte wirklich regulär studieren. Und dann im zweiten und dritten Jahr war ich ja in Freiburg. Das ist ja schon eine Strecke. Das sind, glaube ich, mit dem Auto 5 Stunden. Und da hatte ich wirklich sehr viel Glück, was die ganze Corona-Thematik anbelangt. Weil natürlich Corona hat sehr viele negative Auswirkungen auf alle anderen Dinge gehabt. Aber für mich persönlich, was mein Studium anbelangt, war das eigentlich fast das Beste, was passieren konnte. Weil dadurch waren alle Kurse auf einmal online und ich konnte sehr viel machen, obwohl ich gar nicht in Köln war. Und in den 3 Semestern oder zwei, drei Semestern habe ich dann wirklich sehr, sehr viel geschafft. Und war dann an dem Punkt, dass ich vor diesem Sommersemester nur noch 4 Praxiskurse absolvieren musste. Die habe ich jetzt in diesem Sommer gemacht und jetzt bin ich soweit durch mit allen Kursen und habe eigentlich nur noch die Bachelorarbeit und die werde ich jetzt im Winter dann schreiben. Aber es war ja trotzdem, auch wenn es digital stattgefunden hat, ja trotzdem eine Mehrbelastung. Wenn man jetzt vergleicht zu denjenigen, die nachmittags Kaffee trinken bei euch, hast du ja trotzdem irgendwie dann auch nochmal Phasen, in denen du quasi inhaltlich arbeiten musstest, zu dem, dass du morgens dann trainiert hast, am Wochenende Spiel. Auswärtsfahrten stelle ich mir auch schwierig vor, dass du dann vielleicht im Bus oder im Flieger oder wo auch immer dann noch Laptop dabei hast oder irgendwelche Bücher, bei denen du dann auf Klausuren lernen musst. Das ist ja schon eine Mehrbelastung im Gegensatz zu anderen. Wie hast du das geschafft? Ja, auf jeden Fall. Und das war auch sehr oft ein bisschen, musste ich improvisieren, weil viele Kurse sind ja dann morgens. Und da habe ich auch schon mal einen Vortrag aus der Kabine raus sozusagen gemacht, also eine Präsentation gehalten und so Geschichten halt. Da musste ich mich halt ein bisschen anpassen und auch mit dem Trainer sprechen und dem so erklären, du schau, vielleicht ich mache Athletiktraining dann danach, weil jetzt gerade muss ich hier einen kurzen Vortrag halten. Und auch mit den Prüfungen musste ich das halt gut koordinieren, dass ich die immer schreiben konnte, wenn wir keine Training oder keine Spiele hatten. Aber da hat, wie gesagt, die Sporthochschule hilft da sehr. Also es gibt ja dieses spezielle Programm für Spitzensportler und da ist vor allem Dominik Meffert und Jonas Rohleder sehr aktiv und die beiden kümmern sich dann um alle und um die Koordination, dass das eben gut funktioniert. Dass wir zum Beispiel in Prüfungen trotzdem schreiben können, auch wenn das mal nicht optimal in den Zeitplan reinpasst. Ja, und ja, ich dachte mir, die Chance, dass das in einem Corona-Semester, also dass es diese Corona-Semester überhaupt gibt mit dem ganzen Online-Unterricht, die werde ich wahrscheinlich nie wieder bekommen. Da muss ich die jetzt auch nutzen. Und ich glaube, das habe ich dann ganz gut hinbekommen. Und bin jetzt auch froh, dass ich damals dann vielleicht ein bisschen ja, mehr zu tun hatte, ein bisschen mehr Stress hatte, aber dafür bin ich jetzt an einem guten Punkt. Und ja, bin sehr froh darüber, wie es gelaufen ist. Du studierst Sport und Leistung. Wie wird es dann jetzt weitergehen, wenn du dann jetzt die Bachelorarbeit schreibst? Hast du da schon Pläne? Wahrscheinlich erstmal den Sport in den Fokus nehmen und du wirst ja aber trotzdem in irgendeiner Art und Weise weiterdenken,
wenn der Sport irgendwann mal nicht mehr das Geld abwirft, wenn du selber aktiv sein kannst. Ja, genau. Also ich würde auf jeden Fall gerne noch weiter studieren und einen Master dranhängen, aber wahrscheinlich dann als reines Online-Studium, weil im Endeffekt war es ja schon sehr viel Glück, dass ich das ein reguläres Bachelorstudium jetzt so abschließen konnte oder abschließen werde. Das war schon nicht so vorhersehbar und war, ja, wie gesagt, sehr viel Glück. Und deswegen wahrscheinlich komplett online. Aber da gibt es ja mittlerweile auch sehr viele Angebote. Ich glaube, Corona hat das Ganze noch mal ein bisschen nach vorne gebracht. Deswegen glaube ich, da werde ich schon auf jeden Fall was Gutes finden. Ja, und nach der Karriere, das ist eine gute Frage. Da beschäftige ich mich noch nicht so sehr damit, weil ja gerade ja habe ich, glaube ich, genug zu tun mit einem Studium und dem Eishockey. Deswegen, aber ich denke schon, dass ich gerne im Eishockey bleiben würde. In welcher Rolle, weiß ich noch nicht. Als Trainer und im Profibereich vielleicht nicht, weil das halt dann wieder sehr viel Reisen ist und ich weiß nicht, ob das sehr gut mit einer Familie vereinbar ist. Weil das ist natürlich auch ein Ziel von mir, irgendwann mal eine Familie zu haben. Ja, deswegen weiß ich jetzt noch nicht so viel darüber, aber das wird sich dann zeigen. Okay. Peter, ich danke dir vielmals für das Gespräch, und wünsche dir für deine Pläne alles Gute und natürlich jetzt erstmal eine gute Saison, einen guten Start am Freitag gegen die Adler aus Mannheim. Ja, Danke dir. gerne. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen und ihr hattet bei der Auszeit genauso viel Spaß wie ich. Ich muss sagen, dass ich die DEL seit dem Gespräch etwas anders wahrnehme. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder, dann gibt's die nächste Auszeit. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.